Hallo, mein Name ist Thomas Schwarz von Puma. Ich bin da zuständig für die Torwart-Handschuhentwicklung und heute habe ich euch den brandneuen FutureTed 1 Hybrid mitgebracht. Ein komplett neues Modell, ganz neu entwickelt. Und ja, schauen wir uns einfach mal an. Bevor wir in die Details von dem Handschuh gehen, ganz kurz zu dem Silo Future. Was steht Future für? Bei uns im Handschuhbereich ist es ganz klar der Strick und Silikon. Also wir wollen weggehen von dem klassischen Handschuh, wo man Textil hat und Latex. Hier ist wirklich Latex nur auf der Fangfläche. Die Oberhand ist wirklich nur mit Silikon und mit Strick. Und ja, das ist eigentlich das Silo, wo wir am experimentierfreundlichsten sind. Da probieren wir neue Sachen aus, machen Verbesserungen. Und deswegen ja, ist es ein sehr interessantes Silo für uns. Die Basis hier unten ist wieder der Knit mit dem Bündchen eingenäht, wo eben hier extrem elastisch ist, dass man wirklich gut in den Handschuh reinkommen kann. Dann haben wir hier in dem mittleren Bereich, wo man Stabilität braucht, einen etwas dichter gestrickten Knit. Trotzdem auch hier Flexibilität, aber eben etwas mehr Support. Das zieht sich dann hier bis rüber in den Daumenbereich rein. Und dann wird es eben, sag ich mal, neu, weil wir uns diesen gestrickten Handschuh in der Vergangenheit genauer angeschaut haben, mit vielen Torhütern gesprochen haben, wie ein Oblak zum Beispiel, der eben auch dieses Modell gespielt hat oder immer noch spielt, dass eben das Knit sehr gut ist, um Stabilität, um reinzuschlupfen, um ein schön sicheres, enges Gefühl zu haben. Aber die Schwächen sind eben durch diese Flexibilität, dass im Fingerbereich, wo man eher eine Unterstützung braucht, vielleicht mehr eine Festigkeit, manchmal eben der Handschuh zum Verrutschen neigt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen den Handschuh aus zwei Materialien, schneiden hier auf und nehmen hier oben ein Neoprenmaterial. Neopren ist ein schön dickes Material, gibt wirklich schöne Unterstützung, ist ein bisschen flexibel trotzdem noch, also ist auch sehr angenehmes Tragegefühl, aber bietet halt extrem mehr Support und Unterstützung und Festigkeit in dem Fingerbereich, wo es eben wichtig ist. Das hat uns dann auch ermöglicht, dass wir da oben überhaupt kein Silikon oder irgendwas brauchen, sondern eigentlich nur hier in der Punching-Zone dieses Silikondruck haben, wenn man es auch schwer erkennt. Das soll die Hälfte von Future heißen, wenn man das eben hier auf dem Schuh sieht. Auf der Innenseite ist das Gleiche, also das ist eben das neue Logo von Future und das haben wir eben hier auf der einen Seite und der Rest vom Wording ist dann auf der anderen Seite. Und das ist aus Silikon. Warum Silikon? Weil Silikon eben den Grip liefert und durch die Festigkeit des Silikons ist beim Fausten eben auch gewährleistet, dass der Ball die Energie praktisch wieder zurückbekommt und dann beim Fausten eben auch weiter fliegt. Natürlich weniger Dämpfung wie jetzt beim Latex, aber bei dem Handschuh ist es eben alles mehr minimalistisch und deswegen auch hier der Wert dann eher beim Fausten auf die Weite zu gehen. Dann im Innenhandbelag haben wir unseren 4mm Elite Plus, den kennt ihr schon aus den vergangenen Jahren. Ein extrem beliebter Belag, den Oblak ja auch 1:1 so spielt. Auch hier an Sommerspielen genauso, also von dem her, wir wissen, dass der wirklich richtig gut funktioniert und von den Profis auch gern getragen wird. Dann zum Schnitt, Hybridschnitt. Vergleich zum Ultra eben ein Hybridschnitt, wo der Zeigefinger und der kleine Finger hier oben auch negativ eingenäht ist. Sitzt dann noch enger, gibt dann noch ja, dieses ja, ja, Handschuhgefühl. Und die Innenhände sind eben negativ genäht, damit man die Stabilität hat. Und hier eben maximale Fangfläche. Dann Verschluss ist auch schon bekannt aus der Vergangenheit. Wir setzen weiterhin auf den Reißverschluss. Ganz einfach deswegen, weil man den Handschuh durch den Reißverschluss richtig schön weit aufbekommt. Eine sehr gute ja, Möglichkeit hat, eben in den Handschuh reinzukommen. Und dann seht ihr schon, das sitzt richtig schön eng, der Handschuh. Da gibt es kein Verrutschen. Wenn man den dann noch hier verschließt, dann zieht sich der Handschuh richtig zu, wird dann von diesem PU noch gecovert, dass man wirklich auch kein Rausstehen vom Zipper, also keine Verletzungen riskieren kann. Also der ist wirklich super geschützt, auch auf der Daumenseite, dass er nicht wenn man sich hinschmeißt, dass er eben stört, weil auf der Außenseite eben, wo man sich hinschmeißt, nichts ist.
Und dann sieht man, ja, ein super eng sitzender Handschuh, super komfortabel. Und ja, wie gesagt, wird von Jan Sommer und von Oblak gespielt, die sehr zufrieden mit dem Handschuh sind.